Manchmal kann es schnell gehen und du brauchst Hilfe. Du, Flori? Ja? Komm her. Was gibt's? Ey, jo, hast du Bock drin zu gehen? Wo ist das denn? Na, hier im Brieske im Zechenhaus, aber sag's nicht deinen Eltern. Warum? Ja, da darf man doch nicht rein, ist doch gesperrt. Ja, aber sieht gut aus, ich bin dabei. Jawohl, man hey, lebt kommt nur mal immer. Alle her. Ey, meinst du das hier? Ja, ja, das mal. Ey, ihr kommt auch, oder? Ja, natürlich. Jawohl. Was gibt's? Brieske Zechenhaus am Wochenende, seid ihr dabei? Na klar. Aber klar. Ja. Ich glaube, das wird richtig cool. Aber ja. Wir dürfen das nicht zu vielen erzählen, das darf nicht zu groß werden. Ja. Ist das nicht verboten dort? Ach, egal. Ist egal. Ist egal. Aber, Mann, das sind viel zu viele Leute. Ja, das sind viel zu viele Leute, wir haben das nicht unter Kontrolle. Wo kommen die her? Ludwig hat den Link in die WhatsApp-Gruppe geschickt von unserem Jager. Mann, Ludwig, was denkst du dir dabei? Angie, jetzt entspann dich doch. Was brauchst du jetzt noch an weiteren Kräften und Mitteln vom Katastrophenschutz? Brauchst du Gefahrstoffeinheit? Brand? Ja? Ja? Brauchst du Sanitätseinheiten? Betreuung, Verpflegung auch? Okay, also SEE, Sanität, Betreuung, Verpflegung, Transport? SEE-Transport? Gut. Und was brauchst du noch an Führungsunterstützung? Wusstest du, dass 90% aller Einsätze im Bevölkerungsschutz von Ehrenamtlichen getragen werden? Die machen im Alltag eigentlich alle einen ganz anderen Job und sind zusätzlich jederzeit für dich einsatzbereit. Wir sind die SEG Führungsunterstützung des Landkreises Oberspreewald-Lausitz und wir sorgen für eine sichere Kommunikation an der Einsatzstelle. Wir sind quasi das Bindeglied zwischen der technischen Einsatzleitung und der Leitstelle. Katastrophen braucht niemand, aber wir brauchen dich. Mit den Drohnen kannst du die Welt von oben erkunden und sogar Wärmebildaufnahmen gewinnen. Das kann in so einem Einsatz schon echt hilfreich sein. Von hier oben aus kann die Einsatzleitung noch vermisste Partygäste und Verletzte finden. Das technische Hilfswerk ist mit vor Ort. Durch die Explosion im alten Gebäude könnte Einsturzgefahr bestehen, was noch geprüft werden muss. Nicht, dass da noch jemand drin ist. Du wärst auch gern im Einsatz mit schwerer Technik? Dann fass doch bei uns mit an. So, Robert, ganz kurz, wie ist die Lage hier im Zelt? Aktuell 5 Verletzte, zweimal sitzend,
Einmal liegen. Alles klar. Mein Name ist Martin Hönsch. Ich bin der Einheitsführer der Schnelleinsatzeinheit Sanität hier im Landkreis und mittlerweile seit 11 Jahren in der Truppe. Unsere Aufgabe besteht darin, den Regelrettungsdienst im Großschadensfall mit Personal, aber auch mit Material und Technik zu unterstützen und beispielsweise wie hier im Behandlungszelt betroffene Personen zu versorgen und diese schlussendlich auch abzutransportieren. In meiner Freizeit bin ich gern mit anderen Menschen unterwegs, übernehme gern Verantwortung und engagiere mich ehrenamtlich. Hier finde ich Gleichgesinnte, die dieselbe Intention haben wie ich, die mit Herzblut bei der Sache sind. Und hier findet jeder eine passende Aufgabe für sich. Hallo, mein Name ist Jens Roloff. Ich bin hauptamtlich bei der Johanniter Unfallhilfe tätig und seit 30 Jahren auch ehrenamtlich aktiv. Wir sind hier bei der SEG-Betreuung. Die SEG-Betreuung kommt immer in Großschadensereignissen zum Einsatz. Wir sind hier im Zelt der SEG-Betreuung und wir versorgen hier leicht verletzte und unverletzte Personen. Wir sind hier die Schnittstelle zum Beispiel zu den Angehörigen. Wir können die hier anrufen und können die Abtransport absprechen. Und hier können wir auch Getränke und Essen reichen. Und wir kümmern uns hier um alle Belange. Ich helfe gern Menschen in der Not. Deswegen finde ich hier meine Erfüllung. Schau mal, damit alle Helfer auch bei Kräften bleiben, gibt's eine Versorgung. Nicht nur Leinöl und Quark macht das Ehrenamt stark. Du auch. Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Helferinnen und Helfer, von mir als Landrat des Landkreises Oberspreewald-Lausitz ein herzliches Dankeschön für eure Arbeit, die ihr geleistet habt in den letzten Jahren in verschiedensten Herausforderungen, die es gegeben hat, ob bei Bränden, bei Hochwasserlagen oder sonstigen Katastrophen. Ihr wart immer einsatzbereit, ihr wart immer dabei. Euch gebührt am heutigen Tag ein herzliches Dankeschön der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Oberspreewald-Lausitz, dass ich euch heute überbringen darf. Es warten noch weitere Herausforderungen auf euch, auf uns alle in der Zukunft, denn die Krisen werden nicht weniger. Die Witterung gibt es ja im Augenblick wieder her, dass wahrscheinlich Waldbrände auch kommen werden. Es hat am letzten Wochenende auch wieder stark geregnet. Also es gibt viel zu tun in der Zukunft für euch, aber auch für euch, die wir brauchen, um den Herausforderungen uns entgegenstellen zu können. Und deshalb bitte ich euch, euch mit beim Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Oberspreewald-Lausitz einzubringen. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Tobias Pelzer und ich bin der Kreisbahnmeister des Landkreises Oberspreewald-Lausitz. In dieser Funktion bin ich der direkte Berater des Landrates in allen Fragen des Brand- und Katastrophenschutzes. Heute hat der Landrat die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer eingeladen, um bei einem leckeren Grillfest ein Dankeschön zu sagen. Für den Brand- und Katastrophenschutz sind wir zuständig und ich habe hier den Hut auf. Wir als Kreisfeuerwehrmann betreuen ehrenamtlich alle aktiven Kameradinnen und Kameraden, die Mitglieder der Jugendfeuerwehr sowie die Alters- und Ehrenabteilung aller Feuerwehren bei uns im Landkreis. Und ich freue mich, dich demnächst bei uns in der Feuerwehr begrüßen zu dürfen. Los geht's! Hallo, ich bin der stellvertretende Einheitsführer der Gefahrstoffeinheit im Landkreis Oberspreewald-Lausitz und wir kommen zum Einsatz, wenn es um gefährliche Stoffe geht, die irgendwo ausgetreten sind, Säuren, Laugen, Benzin und ähnliches. Und wer eine gute Beziehung zu chemischen Sachen hat und Technik begeistert ist, der ist bei uns im Ehrenamt richtig gut aufgehoben. Hallo, und ich bin der Einheitsführer der Brandschutzeinheit OSL. Wir werden im gesamten Land Brandenburg bei Großschadenslagen und spektakulären Einsätzen eingesetzt. Wer teamfähig ist und Spaß an der Feuerwehr hat, der ist bei uns gut aufgehoben. Was hast du eigentlich davon, wenn du hier bei uns im Ehrenamt mitmachst? In der Not für andere da sein, Gemeinschaft, krasse Projekte, Zusammenhalt, Action, Verantwortung, Spannung, Spaß,
Kameradschaft und vieles mehr. Du kannst dich bei uns auch weiterbilden. Zum Beispiel kannst du bei uns den Führerschein in den verschiedenen Fahrzeugklassen machen, aber auch für Kettensägen und Motorboote. Außerdem gibt es Erste-Hilfe-Schulungen, Kochkurse und. Du kannst sogar einen Tauchschein machen. Und Wertschätzung gibt's bei uns in Form von Auszeichnungen. So eine Medaille steht dir bestimmt auch. Aber spulen wir noch mal kurz zurück. Krass. Und jetzt stell dir mal vor, dass alles hier passiert und keine ehrenamtlichen Helfer kommen.